Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was Kunst Du? Denn das ist hier die Frage. Kunst kommt nicht unbedingt vom Können. Heute schon. Denn ich habe eine Dame eingeladen, die Grande Dame der Kunstszene hier im Norden Deutschlands, die Kunst von der Pike auf gelernt hat und seitdem Kunst nicht nur großartig, sondern manchmal auch großformatig macht. Die Botschaft, die Kunst lebt, sie ist nicht tot, im Studio Lilo Schmidt-Wiedenroth. Hallo Lilo, herzlich willkommen. Dankeschön. Lilo, du hast eigentlich von Jugend an Kunst gemacht. Ja. Deine Eltern waren keine Künstler, glaube ich, aber sie hatten, dein Vater hatte was damit zu tun. Meine Mutter hat Literatur gemacht und mein Vater hat mich auch geprägt. Sie haben nicht in Bezug auf Kunst gearbeitet, aber sie haben mich gefördert, von klein auf. Das heißt, als Kind irgendwie entdeckt dieses Talent? Ja, es war so breit gefächert. Ich wurde mit in die Oper geschleppt, weil mein Vater nicht mit wollte. Ich wurde zum Ballett geschickt, weil meine Mutter die Röckchen genäht hat. Okay. Und somit habe ich natürlich da immer so ein bisschen Einstieg gehabt. Okay, aber du machst heute im Prinzip, bist keine Balletttänzerin, sondern du malst, du machst Skulpturen, machst viele tolle Sachen im Bereich der Kunst, pflegst natürlich auch künstlerische Kontakte in der ganzen Welt. Ich sagte vorhin, Grande Dame, du bist viel rumgekommen. Du hast internationale Ausstellungen gefeiert, Sammler auf der ganzen Welt, die deine Bilder sammeln. Und wenn wir mal so wollen, auch ein bisschen Name-Dropping, ich sag mal Judy Winter. Ja. Judy Winter habe ich kennengelernt und wir haben uns ganz vorsichtig genähert. Ich habe sie beobachtet, ich habe sie begleitet und da ist eine ganz, ganz tiefe Freundschaft draus geworden. Mhm. Und wir machen viele Dinge gemeinsam, Ausstellungen und AIDS-Hilfe, wo wir Bilder versteigern, die ich von ihr gemacht habe. Und, also du malst Bilder von Judy Winter, ja. Die wiederum... versteigert ihr? Sie auktioniert oder? Sie auktioniert auch im Ernst-Deutsch-Theater. Nach der Vorstellung wird ihr Porträt zu guten Zwecken für die AIDS-Hilfe versteigert. Und wenn wir Ausstellungen machen, werden auch diese Poster, wenn die für einen guten Zweck versteigert. Und ihr Original ist durch das Hamburger Abendblatt und Ernst-Deutsch-Theater ganz hoch dotiert versteigert worden. Okay, also eine durchaus prominente Stelle, an der du dich da bewegst. Ja. Und eben auch die Akzeptanz als Resonanz jener Menschen, die es anderweitig dann in der Welt geschafft haben. Da gibt es ja einen amerikanischen berühmten Schauspieler noch. Ja, den Clint Eastwood. Clint Eastwood. Der stand mit der Frau mit dem schwarzen Hut oder mit dem Schleier. Auf einer Seite in Amerika, in Kalifornien, in Carmel, war das eine Foundation Gallery und die Zeitung sind ja da umsonst. Mhm. Und da konnte man natürlich schön schnappen und konnte sagen, boah, ist das toll. Okay. Das war 1986, war ich natürlich ganz jung noch und war ganz begeistert. Ne? Na ja gut, du bist ja auch heute nicht alt, aber du hast eben Lebenserfahrung gesammelt, du hast Erfahrung in der Kunst gesammelt und du hast viele, viele Erfolge gefeiert, international, Preise abgeräumt, Ausstellungen überall und Sammler letztendlich erreicht auf der ganzen Welt, schon zu Zeiten, als das mit dem Internet noch gar nicht so war, wie es heute ist. Das heißt, heute ist es für Künstler relativ einfach, über große Social-Media-Netzwerke eigentlich überall Freunde zu finden. Aber bei dir waren es ja wirkliche Begegnungen. Und deine Bilder sind dorthin gereist, du bist dorthin gereist. Was war so die weiteste Reise? Perth, Australien, da bin ich 16 Mal gewesen. Und dann war Amerika, Carmel, dann waren es Buenos Aires. Da war ich ja im Museo Raccio und man macht so, dann war ich in Spanien, in Vinaroz, im Auditorium di Municipal. Mein Spanisch ist nicht mehr ganz so gut wie früher. Aber es waren eben internationale Ausstellungen und Förderausstellungen. Was sehr wichtig ist, auch in einer Biografie, die Förderausstellungen. Vielleicht und, für die Zuschauer, die ja nicht so bewandert sind, ein paar Worte dazu. Was ist eine Förderausstellung? Die Ausstellung wird finanziert und ich werde geholt. Das heißt, ich werde von Spanien eingeladen oder von Buenos Aires, das war die deutsch-argentinische Botschaft, die mich eingeladen hat, die Ausstellung im Museo Raccio zu machen. Und die Ausstellung ging dann nach Uruguay und nach Brasilien.
Ich habe nach 3,5 Jahren über Paris meine Bilder zurückgekriegt. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich die je wieder kriege. Naja, schön wäre ja gewesen, wenn sie verkauft worden wären. Nein, oder war das keine Verkaufsausstellung? Nein, das war keine Verkaufsausstellung. Also nur zu zeigen? Das ist eine ehrenamtliche Sache und ein Bild ist in meinem Museum geblieben. Okay. Das heißt, ich hänge dann überall irgendwo. Mit anderen Worten, du hängst in den Museen, was ja, eben, und das ist der Punkt, für Künstler sehr wichtig ist, dass sie in Museen sind und man sagen kann, also ich habe diese Anerkennung auch, eben tatsächlich, dass, dadurch, dass ich in den Museen zu finden bin, das ist für Künstler ganz, ganz wichtig, mal für die Zuschauer auch interessant zu erfahren, wie das so hinter den Kulissen denn eigentlich funktioniert. Man muss sich also schon darauf einlassen, seine Bilder aus der Hand zu geben. Man hat ja nichts dagegen. Die sind dann 3 Jahre unterwegs. Ja. Du sagst, ich habe eigentlich gedacht, die kommen nie wieder. Ja. Nicht? Also die gehen irgendwo verschütt. Ich habe sie abgeschrieben. Ja, ganz genau. Und dann aber die positive Erfahrung, irgendwie ist die Welt dann doch ehrlich und es funktioniert doch tatsächlich, liegt natürlich auch daran, dass man doch mit honorigen Persönlichkeiten zu tun hat. Ja. Denn nicht jeder führt ein Museum. So ein Museum ist dann ja schon irgendwo was Besonderes und da sucht man auch die Leute gut aus, die das dann betreuen. Mhm. Ja, und wie ging es dann weiter so in deinem künstlerischen Leben? Das liegt an den Förderern. Ich habe Menschen gehabt, die an meine Kunst geglaubt haben, weil sie gemerkt haben, dass ich ehrlich bin. Ja. Dass ich revolutionär, auch in verschiedenen Techniken gewesen, mit verschiedenen Themen. Aber sie haben gewusst, dass ich ehrlich an die Sache rangehe. Ob ich Profit mache oder nicht, ich habe es gewagt. Und diese Auslandsreisen. Wagen, das ist ein gutes Stichwort. Ja. Risikofreudigkeit. Ja. Auch du musst letztendlich in deine eigene Karriere investieren. Du musst es dir wert sein. Ja. Es funktioniert nicht, wenn man sagt, also ich traue mich da nicht und wer weiß, ich schicke meine Bilder irgendwo hin, vielleicht kommen die nie wieder. Nein, du musst dich trauen. No, ich bin immer 5 Wochen da geblieben und habe mir das Land angeguckt. Ja. Und dann habe ich auch die Menschen kennengelernt. Auch das muss man finanzieren können. Ja, das muss ja nicht viel sein, aber man muss den Mut dazu haben. Ja. Die Menschen, die anderen Menschen kennenzulernen, die anderen Situationen in Bezug auf Kunst, wie betrachten die anderen Kunst? Wie empfinden Sie meine Bilder, die ja in Carmel zum Beispiel, diese erotischen Bilder, die sind ja durchschlagend gewesen. Ne? Mhm. Das hatten Sie ja noch nicht gesehen. Große Bilder auf Backpapier mit Kohle gezeichnet, 80x1,20. Auf Backpapier, sagst du? Ja, die anderen Bilder waren auf Backpapier, die habe ich in der Rolle zusammen. Backpapier, nicht Backpapier, sondern mit B. Pack. Ja. Packpapier und dann in der Rolle mitgenommen. Warte mal. Packen, also von versenden oder backen wie Kuchen? Nein, von versenken. Ah, okay, von versenden. Also mit P. Gut. Jetzt ja, in der Rolle mitgenommen und dann da aufgehängt. Den Transport konnten wir nicht bezahlen. Per Schiff oder per Flieger. Tricky. Ja. Also man muss große nicht Rolle. Immer die Leinwand haben und die große Transportschachtel sozusagen, sondern wenn man da ein bisschen clever ist, guter Tipp für junge Künstler, dann kann man das also durchaus auch elegant lösen und sagen, stur das so ein bisschen umschmeicheln, dann kann man die auch ins Cockpit reinstellen, die Rolle. Ja, es ist mit dem Cockpit, das funktioniert heute nicht mehr. Die Dinger sind alle verriegelt und verrammelt. Ja, aber dann darf man die vielleicht vorne in Gang oder so. Ja, man findet da Möglichkeiten, wenn man charmant ist. Ja. Müsstest du ja wissen. Naja, gut. Also man packt sie im Zweifel einfach in einen vernünftigen, großen, stabilen Koffer, nicht? Und die kann man aufgeben. Ja, das ist in der Rolle ist das schwierig, weil die ja groß sind. Ne? Es hat schon einige Schwierigkeiten gegeben. Ja, aber wie gesagt, ich bin ganz gut gereist. Ja, aber das Problem ist, ich muss sie erstmal ins Flugzeug reinkriegen. Na, als Handgepäck. Ja, aber denk mal an sowas wie Ryanair oder so. Die haben da vorne nur so kleine Schalen stehen und sagen, passt da rein. Also wenn nicht, schon, dann kostet das 500 Euro extra. Das ist schon ungewöhnlich, wenn man es schafft. Beim 19-Euro-Flug. Die Zeiten haben sich ein bisschen geändert, das muss man damit sagen. Das heißt, wenn man also mit den Airlinern fliegt, dann gibt es heute andere Regeln, als das früher noch üblich war. Da gingen viele Dinge anders. Ja, da hat man 5 Grad sein gelassen. Da haben wir die Bilder auch ins Cockpit gestellt. Genau. Oder funktionierte, ne? Aber wir sind im Jahre 2013, fast 2014 angekommen. In ein paar Tagen ist das neue Jahr angefangen. Also von daher müssen wir natürlich da ein bisschen zeitgemäß sein. Aber das ist toll, aus den alten Zeiten zu hören. Das ist aber einfach interessant. Ja. Nicht dieses Risiko einzugehen oder die Herausforderung. Ich fand das toll. Nun kommst du ja eigentlich aus einer kleinen Stadt. Peine. Muss dir nicht peinlich sein? Ne? Nö. Du hast dann aber auch richtig studiert. Ja, hier in Hamburg. Hier in Hamburg. Mhm. Also Hamburger Dern.
kann man also sagen. Hundertprozentig. Also ich liebe Hamburg. Ja, hast auch viel hat, in Hamburg ausgestellt, nicht? Ja, ganz viel. Elbgalerie. Ja. Einen kleinen Bus versteigert, also ja, was heißt, wir haben ein Bild versteigert und haben dann einen Bus für einen Kinderhort dann immer gespendet. Die Leute sollten 1 Euro bezahlen und dann wurde das immer jeden Tag in der Zeitung mit gelben Streifen dargestellt, wie weit dieses Auto schon finanziert war. Also war ich jeden Tag in der Zeitung und an der Elbschusssee kannte jeder meinen Namen. Das sind so Hilfs... Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also, wir haben einen Bus für den Kindergarten sozusagen finanzieren wollen. Und der Reporter hat aufgerufen, dass jeder Bürger 1 Euro spendet. Okay. Und ich habe ein Bild versteigert mit 500 Euro und habe gesagt, ich fange an. So, dick in der Zeitung und dann einen gelben Streifen ans Auto. Und dann kam jeden Tag kam noch die Spenden weiter, bis das Auto finanziert war. Ja, klar. Eine ganz witzige Sache. Also deine Spende bestand in dem Bild. Ja. Dafür gab es 500 Euro im Gebot. Ja. Und das habe ich gespendet. Das ging dann quasi in die Finanzierung dieses Busses für den Kinderhort. Ja. Ja, toll. War eine witzige Idee von dem Galeristen und von mir damals. Ja, aber das zeigt, man braucht junge, frische, neue, bunte Ideen. Und es geht eigentlich auf vielfältigste Art und Weise. Mhm. Ich finde das toll. Ich weiß, dass uns viele junge Künstler zuschauen, die natürlich irgendwo sagen, ja, wir wollen auch gerne mal hier beim Cosmo ins Fernsehen. Das funktioniert. cosmo@cosmodumont.com. Schickt ihr eure Bewerbung, dann könnt ihr hier möglicherweise bei Tide auch dabei sein. Klar, so viele Plätze haben wir nicht, aber wir suchen dann die Besten und Tollsten aus. Heute die Lilo, die eben doch schon wirklich Referenzen hat und sagen kann, wie das funktioniert am Kunstmarkt. Keine Angst haben. Du machst überzeugt sein und wirklich, wirklich nach vorne gucken. Und auch wirklich wollen. Ja, wollen. Einfach, ganz wichtig. Egal, weil dieses der Wind Wollen weht, ist, sagen, ich mach das. Und auch Risiken eingehen, hast du gesagt. Also ich sag mal so, ne, wir haben eine große weltweite Finanzkrise ja immer noch. Ja. Wird wahrscheinlich auch noch lange dauern, wird auch so mit den Mitteln, mit denen es die Bundesregierung hier macht, nicht funktionieren, das zu beheben. Die Leute flüchten, sie gehen in Sachwerte, sie investieren ja auch an den Kunstmärkten teilweise. Haben wir immer wieder Rekordpreise zu verzeichnen, weil sie einfach sagen, wenn ich ein Bild habe und das hängt bei mir zu Hause, da hängt es dann. Ja. Und kein Geld, das dann irgendwo in der Sparkasse oder in irgendeiner Bank reist. Also von daher im Grunde genommen ein ganz gutes Investment, in die Kunst zu gehen, vielleicht in junge Kunst, also Picasso kann sich nicht jeder leisten, sind die Preise ausgereizt. Aber wenn ich einen ganz jungen Künstler kaufe, hier, der dein Bild dafür 500 Euro ersteigert hat, hat er wahrscheinlich einen riesen Schnapp gemacht. Ja, na? Ich meine, das ist doch wahrscheinlich Der Galerist hat es gekauft. Das und er hat es wahrscheinlich dann für 10-fache verkauft. Ich weiß es nicht, aber vielleicht. Aber so ist es ja. Ne? Also das ist ja das Interessante, gerade bei ganz jungen Künstlern, wenn man sagt so, die waren dann das erste Mal schon beim Cosmo in der Show und dann haben sie noch 3 Förderausstellungen gehabt, hängen in 5 Museen und auf einmal kosten die richtig Geld. Ja. Also da habe ich mein ganzes Leben Spaß gehabt, habe das Bild bei mir im Wohnzimmer gehabt und mich schon erfreut. Und dann kann ich es eines Tages einfach mal auktionieren und kriege vielleicht dann einen Haufen Geld dafür und freue mich. Und wenn nicht, behalte ich und habe daran Spaß. Also das Beste ist ja immer Kunst den Spaß am Bild zu haben. Das ist schon eine sehr gute Investition. Ja. Also eindeutig. Also ich glaube fest daran. Ja gut. Auch wenn der Markt sich etwas Kunst ist verändert dein Leben, hat. Ne? Du Leben hast dein ganzes Kunst. Leben eigentlich mit Kunst zu tun gehabt. Aber, und da zieht es mir so ein bisschen die Schuhe aus, das ist ja mit dir eine heiße Geschichte. Du bist ja im Prinzip auch Lehrerin, nicht? War ich. Ja, aber ich war Kunsterzieherin und ich konnte die Leute in die Richtung reindrängen. Ja. Das war das Gute daran. Ich hatte ja Potenzial. Ich hatte junge Leute, die ich fördern konnte, die daran geglaubt haben, die heute noch... Viele meiner Studenten haben nachher Kunst studiert und die machen bei mir die Mappe und haben dann wieder weitergegangen. Wo hast du unterrichtet, an welcher Schule? In Schneverding. In Schneverding? In Schneverding, ja. Ich wurde im 7. Semester angeworben und da habe ich gedacht, ich wohne in Schneverding und ich mache das. Okay. Und das hat Spaß gemacht. Also quasi in Hamburg studiert und dann immer nach Schneverding gefahren, weil du da gewohnt hast. Und dann da quasi schon als Dozentin... Da habe ich die alle durcheinander gebracht, ...unterwegs gewesen. Ja. Ja, einen tollen Film hast du gemacht, wo wir vorhin beim Name-Dropping waren. Also im Grunde genommen geht das ja Judy Winter, Clint Eastwood, Cosmo Dumont. Ja. Setze ich jetzt mal alles als bekannt voraus. und dann gibt es da Andreas Schütte. Ja. Eingeweihte kennen den guten Mann ja auch. Inzwischen ja. Er hat also als ganz junger Bengel hat er einen Filmpreis bekommen
Und ich habe dann so viel Vertrauen in ihn gesetzt, dass ich gesagt habe, du sollst meine ganzen Ausstellungen filmen. Er war immer dabei. Das heißt, er begleitet dich so ein bisschen durch deine Kunst. Der begleitet mich seit, der hat alles von mir. Okay. Mein gesamtes Archiv, alles hat er. Und wir verstehen uns wunderbar und haben diesen Film zusammen gemacht. Der gute Mann ist was? Filmproduzent oder Kameramann? Er ist jetzt Filmproduzent, ne? Okay, macht also solche People-Filme und also Image-Filme für Leute und so weiter. Und hat von dir auch einen Film gemacht. Ich weiß, der ist schon mal hier bei Thiele gelaufen. Ja. Der hat einen Preis gewonnen. Im Zeise-Kino hat er einen vierten Preis gekriegt. Okay. Ja, und hier ist er nominiert worden, aber er ist dann nicht prämiert worden. Und dabei haben wir uns ja kennengelernt. Und den Abend. Ja, wir waren auf einer Preisverleihung gemeinsam und haben uns da getroffen. Mhm. Und dann hast du mir erzählt, was du machst. Und dann hat sich das so weitergesponnen. Mhm. Und gesagt, naja, bist natürlich eingeladen hier zu uns in die Show. Und Thiele hat es natürlich möglich gemacht. Wir werden nachher einen Film zeigen, natürlich mit Lilo. Und der Film heißt? Kunst, so wie ich sie will. Revolutionär. Also der Revolutionärin sitzt hier. Ne? Das ist alles gar nicht so seriös, wie Cosmo heute aussieht mit seinem Sakko, sondern das ist richtig Revolution. Nein, der Film ist toll. Ich habe den Film gesehen und habe mit Thiele darüber gesprochen. Der wird gleich im Anschluss an diese Sendung ausgestrahlt. Es lohnt sich also dran zu bleiben und dann doch nochmal zu schauen, was Lilo und Andreas Schütte denn da so verbrochen haben. Mhm. Ja, wenn der Film gezeigt wird, ist der Andreas, du sagst, er ist immer dabei. Der ist immer dabei. Ist der heute hier? Natürlich. So, jetzt mal, liebe Regie, wenn der Mann da ist, schickt mir den mal rein hier. Dann rufen wir den mal ins Set. Hallo. Hallo. Cosmo Dumont, du bist grüß Andreas Schütte. Ja. Hallo, grüß Andreas. Hallo. So, ja. Grüß dich. Das Gesicht zum Kunstfilm. Genau, korrekt. Ja, so kann man das sagen. Das Gesicht, was man ja eigentlich gar nicht sieht, weil ich hinter der Kamera agiert habe. Genau, viele Kameraleute wollen immer nicht vor die Kamera. Genau, so wie ich es bei Lieber nicht immer gemacht habe, wie sie schon gesagt hat. Ich habe da schon einiges gefilmt von ihr und irgendwann war es mal an der Zeit, wo wir gesagt haben, jetzt wollen wir das Ganze mal in ein komplettes Kunstwerk stecken. Und ja, dann haben wir uns, glaube ich, mal hingesetzt und haben ein ziemlich großes Interview gemacht, um wirklich alles zu zeigen und zu beleuchten. Und dann habe ich noch mal im Archiv ein bisschen gegraben nach dem Material, was ich so hatte, und habe festgestellt, ich kann auch eine ganze Menge davon bebildern. Und somit haben wir natürlich ein Werk geschaffen, was ja wirklich über Jahre hinweg ihre Entwicklung so gezeigt hat. Wie lange läuft das jetzt mit euch beiden schon? Seitdem ich aufrecht gehen kann, würde ich mal fast sagen. Seitdem ich aufrecht gehen kann, ist gut. Also seit deine Eltern von den Bäumen runter sind, oder? Ja, also bei mir von Anfang an, sag ich mal so. Ne? Nein, ihr kennt euch, also du warst klein und... Also ich habe die, kurz nachdem ich die Kamera halten konnte, war ich schon wie bei Lilo auf der Ausstellung, hab da gedreht. Und ich habe volles Vertrauen zu ihm gehabt, auch damals schon. Und wir also, haben uns fantastisch verstanden. Ich sag jetzt mal, weiß nicht, geschätzte 20 Jahre oder sowas. Länger noch. Ne? Also ja, bestimmt. Ja, länger. Ja. Länger? Ja. Ja. Ah, ja, jetzt kommt wirklich Licht ins Dunkel. Auch also das Ding, Winter, das ist nicht so ein mal eben produzierter Film, sondern ist es tatsächlich so, dass ihr euch so lange kennt. Du hast die Chance beim Schopfer ergriffen sozusagen, warst begeistert für die Filmkunst. Mhm. Hast gesagt, da mache ich die entsprechenden bewegten Bilder. Deine Bilder bewegen sich ja nicht, aber sie leben. Mhm. Jedes Bild hat ein Leben, geht seinen Weg und treibt oder driftet oder wandert um die Welt. Mhm. Und bei dir bewegen sich die Bilder tatsächlich. Du machst nur Film, du machst keine Malerei oder... Nee. Nein. Also ich beschäftige mich ausschließlich im Filmbereich und das ist, erfordert natürlich auch eine gewisse Kreativität. Und ja, das kann man sehr schön sehen, wie gesagt, in dem Film, der gleich im Anschluss dann hier gezeigt wird. Also ich freue mich, dass das so auch von der Programmgestaltung hier bei Thiele funktioniert, dass die das eben auch möglich macht, einfach Zuschauer, die jetzt vor dem Bildschirm sitzen, dass die dann einfach auch wirklich sagen können, gut, ich muss nicht nächsten Freitag wieder einschalten oder so, da habe ich schon was anderes vor, sondern ich kann das jetzt wirklich weiterverfolgen und sehe mal, was da jetzt spannend anmoderiert ist, dann auch wirklich quasi nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Bisher kam er immer relativ gut an und wir basteln auch noch ein bisschen an einer kleinen Erweiterung jetzt, weil wir haben nicht alles geschafft, könnte man fast sagen. Ich verstehe, habt ihr ja im Prinzip
Reality-TV, ne? Also es ist ja wirklich das wahre Leben, ja, genau, wo immer neue Szenen dazukommen, weil Lilos Künstlerleben geht ja weiter. So sehe ich du das auch. Jeden Tag. Ja, ja, aber das ja. Wichtige war, dass die Übergabe an Peine noch in dem Film noch nachgeschoben wird. Okay. Das ist wichtig, weil ich ja okay. Peinerin bin. Ja, klar. Und die Ehrenbürgerschaft, die kriegt man ja nicht alle Tage. Du bist Ehrenbürgerin von Peine. Von Schneverding und Peine. Und Schneverding. Ich habe mein Erbe schon jetzt weggegeben. Ich habe gesagt, was soll das bei mir rumstehen? Ich will jetzt die Ehre haben. Moment, du hast dein Werk gestiftet, oder? 10 Bilder und Archivarbeit über die kulturelle Szene, die ich eben mitgestaltet habe. Wow. Ja. Klasse, und dann haben die gesagt, jetzt wirst du Ehrenbürgerin. Ja. Und ich glaube, da kriegt man dann sowas wie einen Platz auf dem Friedhof oder so. Ne? Also oder eine Urkunde und so. Kann man umsonst Bus fahren? Hey, ja, gut, ich meine, kann sich lohnen, ne? Wenn du noch lange nur lebst und lange Bus fährst. Ja. Ja, es ist richtig simpel, ne? Muss man mal durchrechnen. Das ist schon witzig, ne? Ja, ist schon. Aber es war für mich eben halt wichtig, weil Peine meine Heimatstadt ist. Ja, klar. Und Peine hat mich immer gefördert und die haben wirklich ganz, ganz viele Bilder. Kunst am Bau, öffentlich hängen im Theaterzentrum und im Kommunikationszentrum. Überall hängen Bilder von mir. Und deswegen muss ich dieser Stadt auch verbunden bleiben. Man kann deine Bilder ja auch mitnehmen. Ich sehe, du hast da so Visitenkarten oder irgendwas, wo Bilder drauf sind. Was hat es damit auf sich? Ganz neue Kunstart. Mini-Art-Card. Aha. Wenn du ganz kurz, musst du es mal liften. So. Da kommt ein Duft raus. Ja. Das sind also Duftkarten, die sind laminiert. Okay. Und die sind, da ist eine Nummer drin. Das ist zum Beispiel das siebte Motiv von 15 aus 30. Es gibt nur 30 Stück davon. Ich halte das mal hier so und in die Kamera. Wir haben 8 Motive zum ersten Mal jetzt auf den Markt gebracht. Und das sind Bilder, die du hier quasi zum Teil, im Original hängen zum hast. Zum Teil, ja. Dies hier ist zum Beispiel und die kann dann jeder in klein und kann die quasi einstecken und ja, mitnehmen. Als Visitenkarte oder wenn du deiner Freundin einen Brief schreibst, Liebe, so, ne? Liebesbrief reinstecken, Einladung oder ein Dankeschön zum Essen. Ein Liebesbrief reinstecken, ist das süß? Ist ja eine süße ja, Idee. Ja, das ist also ich finde das total toll. Klasse. Und bin natürlich so begeistert. Ich habe jetzt eine Ausstellungseröffnung gehabt, habe die vorgestellt. Die älteren Herren haben sofort gesagt, der Dame des Hauses, haben sie sofort eine Karte geschenkt. Und ja, das ist ja, und natürlich auch die Motive und so. Ich meine, das ist ja auch sehr, sehr ja, liebevoll. Ja, also die Bilder sind ja per se erstmal schon toll. Und ich sag mal, es sind auch keine unbedingt geschönten. Also man sieht ja hier auch die Problemzonen der Dame dort im Hüftbereich, ein gebärfreudiges Becken. Und so. Würde man heute operieren, könnte man bei dir radieren. Ein Akt ist keine Abbildung oder kein Foto, sondern ist eine Empfindung. Ja. Und deswegen, alles, was ich empfinde, male ich. Ob es den Leuten gefällt oder nicht, das ist mir vollkommen egal. Mhm. Wer meine Kunst erfährt, wer die Kunst liebt oder wer meine Bilder empfindet, der kauft sie. Sind das denn Bilder, also die Aktbilder jetzt, sind das Modelle, die das dir Modelle gesessen haben? Ja, ich habe grundsätzlich mit Modellen gearbeitet, okay. Weil da mehr rüberkommt. Es könnte ja auch sein, dass du jetzt so aus der Fantasie heraus. Nein, und nach Fotos auch nicht. Das mag ich nicht. Ich mache auch keine Modepüppchen, sondern ich mache das, was ich empfinde. Also die Problemzonen bei der Dame, die gibt es ja tatsächlich. Ich habe sie ein bisschen übertrieben. Ich hoffe, dass ihr heute nicht zuschaut. Nein, aber ich habe sie etwas übertrieben aus kompositorischen Gründen, ja. Weil es einfach dann so meinem Temperament entspricht. Es geht nicht um Schönheitsideal, sondern es geht darum, dass die Empfindung drin ist. Man merkt diese Empfindung. Wenn ich das braune Bild jetzt sehe, da den Akt, der muss gar nicht genau anatomisch sein. Wahrscheinlich wird sich meine Professorin im Grab rumdrehen. Aber es ist das Gefühl, was da drin ist. Und das will ich. Na ja gut, also die Urteile von Kunstprofessoren und Co. in allen Ehren, aber letztendlich ist die Kunst frei. Ja. Das ist eigentlich das Fantastische an der Freiheit der Kunst. Im Deutschland im Grundgesetz sogar garantiert. Gut, ich erinnere Sie haben Jonathan Mese mit dem Hitlergruß als Kunstperformance letztendlich gemeint. Und entsprechend gab es ja in diesem Jahr, das nun gleich zu Ende geht, einen Freispruch. Und das ist ein Freispruch nicht nur für diesen Mann, sondern auch für die Kunst als solches. Und ich glaube, für uns alle, die in der Kunst irgendwo arbeiten und leben, ganz, ganz wichtig. Letztendlich auch für die Firmerei. Ich denke auch. Ne? Ja, wenn der also zensiert wird, dann wird das schwierig und hakelig. Ja, man muss und wie sollte man auch, naja, sagen wir mal, ein Kriegsfilm möglicherweise der Abschreckung dienen soll, nicht der Verherrlichung. Das ist immer der
wichtiger Aspekt. Ja. Wie soll man Kriegsfilm machen? Antikriegsfilm heißt das eigentlich richtig? Ja. Wenn man keine Nazi-Symbole zeigen kann, nicht? Das wäre das ja. Das ist auf jeden Fall eine Freiheit, sicher. Und ganz genau. Man muss und das halt unterscheidet eben. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt in einer gewissen Partei bin, sagen wir mal, eine sehr kurze Haarfrisur trage und dann den Hitlergruß mache, dann ist das natürlich mehr als grenzwertig und logischerweise auch in Deutschland zumindest verboten und strafrechtlich zu verfolgen. Aber natürlich in einem Antikriegsfilm durchaus machbar und deshalb auch in der Form, wie Lothar Mese das macht. Ja, also von daher, ganz wichtiger Aspekt, ganz, ganz tolles Urteil eigentlich. Ich finde, die beste Nachricht für die Kunstwelt in diesem Jahr. Ja. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt und auch so weitergeht und sich nicht irgendwann mal in diesem Land ins Gegenteil verkehrt. Ja, hoffentlich es ist nicht. Ja manchmal hier ein bisschen kleinkariert. Ich sehe das immer so, wenn ich hier mit dem Flugzeug rausstarte nach solchen Sendungen und raus dem Fenster gucke, dann sehe ich so die kleinkarierten Felder da unten. Ne? Und dann denke ich, naja, manchmal ist das ja so. Ne? Aber dann hat man auch wieder den Hoffnungsschimmer am Horizont. Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Die Sendung ist wieder fast zu Ende. Genau wie dieses Jahr. Im nächsten Jahr geht es weiter mit Was Kunst Du? Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, mein Name ist Stefan Raab. Wenn es Ihnen gefallen hat, Cosmo Dumont. Und dann schalten Sie auch im nächsten Monat wieder ein, also sprich im nächsten Jahr, wenn es heißt, was Kunst du? Die nächste Ausgabe gibt es am Montag, dem 20.01.2014 um 21 Uhr. Selbe Stelle, selbe Welle, anderer Gast. Der war einmal ein Star in der Werbebranche. Und ich sage nur Burning Man. Also er litt nämlich am Burnout. Diese Krankheit ist relativ dämlich, bietet aber auch Chancen. Wie das gemeint ist, sehen Sie selbst, wenn Sie einschalten. So viel sei verraten, die Kunst hat auch ihn gerettet und alles wird gut. Ja, ihr Lieben, Weihnachten steht vor der Tür, der Rutsch ins neue Jahr steht vor der Tür. Vor Ostern bin ich hier nochmal auf Sendung, das heißt, unseren Zuschauern wünsche ich dann also später ein schönes neues Jahr. Euch kann ich nur sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke sehr. Es hat mir eine ganz, ganz große Freude. Danke. Andreas Schütte, ebenfalls vielen Dank, da gewesen zu sein. Viel, viel Erfolg auf dem weiteren Werdegang. Ich hoffe, du wirst noch viele Aufträge von Künstlern kriegen. Ich wollte gerade sagen, also von die wir dann vielleicht hier auch wieder vorstellen können. Da geht's auf also jeden sagen Fall wir mal, vielleicht gibt es eine tolle Zusammenarbeit. Ja, ja, da bist du auf dem richtigen Weg. Ein junger Preisträger, die Aufträge zu geben, das macht auf jeden Fall Sinn. Und du bist eh schon Ehrenbürgerin, also ich hoffe, dass dir noch weitere Ehrungen zuteil werden. Es ist ein kleines Dankeschön. Es ist ein kleines Dankeschön. Ich sage auch Dankeschön, das ist nämlich ein tolles Stichwort. Ich möchte nochmal Dankeschön sagen, ich habe kein Parfüm reingemacht, weil das individuell ist. Das möchte ich dir schenken mit dem Katalog, ein damit du weißt. Ein tolles Schlusswort. Vielen lieben Dank dafür und das ist meine Weihnachtsgeschenke, die ich heute hier bekommen habe. Ich sage alles Liebe, alles Gute nach Hamburg und ich wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr. Adios und goodbye.